Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, ich bin wieder mit meinem privaten Account unterwegs. Wundert euch nicht, dass die Skelette weg sind, weil ich habe gerade umgeschaltet auf unsere Sensen-Skelette. Ich habe jetzt weitergespielt bis zu dem Punkt, wo ich jetzt gewesen bin, wo ich heute die Aufnahme gemacht habe von der letzten Dreiviertelstunde. Und ja, wie das Schicksal so wollte, hat die Aufnahme mal wieder nicht funktioniert mit OBS. Deswegen versuche ich es jetzt wieder über die interne, also sprich über die Nvidia-Karte. Nein, mein Controller ist immer noch nicht in Ordnung, wie ihr seht. Ich hatte das umgestellt, dass wir jetzt eine andere Quest haben, und zwar Nahende Schatten. Sucht in der Nähe von Braesteak nach Hinweisen zu Lilith. Allerdings habe ich die Kampagnenquest auf Level 17 gemacht und nicht auf Level 12, aber gut, darüber müssen wir jetzt hinwegsehen. Ich hoffe, es wird trotzdem einigermaßen okay sein mit dem Kämpfen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt auf meine Größe skaliert ist oder also auf mein Level oder wie das Ganze abläuft. Hallo, du sollst den einfach nur. Genau, Fellhandschuhe würde ich ihm auch gerne nehmen. Du her. Hallo, Ich brauche Bär, mehr geh weg. Essen. Du könntest eigentlich auch anders machen. Ich bin auch doof. Ich werde jetzt erstmal ein paar Leichen hier produzieren. So. Ich brauche mehr Zeit. Ja. Aber dann haben wir zumindest schon mal ein paar, mit denen wir laufen können. So, ja. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich im Moment extremst genervt bin, weil seitdem ich dieses wirklich beschissene Update, Entschuldigung, von OBS gemacht habe, funktioniert gar nichts mehr. Ach, das war wieder dieses Teil der Schlangen. Ja, stimmt. Ich erinnere mich vage. Und ich weiß auch noch, dass diese Viecher hier richtig extrem krass scheiße waren, weil die mich immer wieder genervt haben und immer wieder umgeworfen haben. So, jetzt ist natürlich leider nicht alles. Wieso greift der mich jetzt an, wenn er auf jemand anderen aggro ist? Geht's noch? Jetzt ist leider natürlich nicht alles so schön, wie es vorher gewesen ist. Also sprich, die Angriffe und so weiter sind alle nicht mehr drin. Also die Stärke der Angriffe, besser gesagt. Weil ich halt nicht mehr Level 17 bin. Und das nervt mich ein bisschen, weil ich jetzt natürlich komplett draußen bin, gedanklich. Aber wir machen jetzt das Beste daraus. Ich wundere mich nur gerade. Ich will es jetzt nicht beschreien, dass man hier so gut durchkommt, weil wir hatten wesentlich mehr Gegner. Ja, ich sagte euch, ich hätte es nicht beschreien sollen. Den hatten wir allerdings nicht. Leute, euch hatten wir nicht beim letzten Mal. Haut einfach ab. Ja, natürlich. Wenn ich dann aufgeladen bin und mich dann wehren möchte, dann haut einfach der Typ mal eben mit der Sense drauf. Ist klar. Hätte er nicht vorher mal draufhauen können? So, unser endlos langer Weg bis zum Ziel. In der Hoffnung, dass die Folge diesmal aufgenommen wird mit dem anderen Programm jetzt. Also es ist wirklich, ich werde auch die nächsten Folgen nicht mal mit OBS aufnehmen. Ich werde es vielleicht nochmal versuchen, wenn wir, wenn da ein neues Update gekommen ist. Aber seit dem Update, das aktuelle, also heute ist der 7.6., seit dem Update, ihr könnt es vergessen. Also ganz ehrlich. Und das kann ich mir nicht antun, dass ich immer alles neu Magie, aufnehmen muss. Und dann Stahl. mit einem Charakter, Ich den habe alle ich, möglichen Wunden ja, gesehen. nicht so hochgelevelt hatte wie den anderen. Holz wird sich wie Gras im Wind biegen, wenn die Geister kommen. Physische Barrieren allein werden nicht ausreichen. Und eure Talismane und die Kritzeleien im Dreck halten die Toten länger auf? Ihr habt eine gute Zeit gewählt, um Braesteak zu besuchen, Wanderin. Die Wetzsteine singen, die Herzen schlagen. Süße Musik an einem roten Tag. Donan schickt mich. Immerhin seid ihr kein weiterer Ritter der Reue. Immerhin? Wir sind es, die dieses Dorf mit unserem Leben schützen. Lasst gut sein. Pah!
Ein unheilvoller Nebel aus dem Geistersteigen umgibt den Hügel. Bald sind sie hier. Helft ihr uns, sie zu bekämpfen? Ich suche einen Dämon, der hier war. Ah, das war es also. Dieser Tag wird immer besser, nicht wahr? Der Dämon ging den Hügel hinauf, zu Eridas Reich. Aber falls ihr nicht selbst zum Geist werden wollt, solltet ihr nicht dorthin gehen. Bleibt lieber bei uns. Ich kann euch zu Erida führen. Auf gar keinen Fall. Ich komme zurecht. Donan vertraut dieser Reisenden. Das sollten wir auch. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ja, mit dem anderen Schar war ich bereit, jetzt nicht mehr, aber wir machen es trotzdem. Gehen wir. Dichter Nebel hängt über den Straßen. Daher führt der schnellste Weg zu den Hügeln gen Osten, durch die Hügel der Tränen. Das ist schön. Das markieren wir uns erstmal. Irgendwie da rein, weil wir nicht genau wissen, wohin. Und da habe ich mich dann beim letzten Mal, wo ich das aufgenommen habe, darüber aufgeregt, warum der sich, ja gut, Führer nennt er sich jetzt nicht, aber warum er sagt, er führt uns dahin. Hoffentlich kann ich das auch eines Tages. Was hält euch ab? Wenn ich dann den Weg alleine finde. Ich habe gesehen, wie er ist. Ich muss schon betteln, um die verdammte Bastion verlassen zu dürfen. Boah, die waren aber letztes Mal nicht da. Wo kommen wir her? Also was auch ein bisschen nervig ist, wir haben ja jetzt nur die Sensentypen, ne? Und da ich ja schon Level 17 bin mit meinem eigentlichen Let's Play-Char, habe ich da dementsprechend 3 mehr drin. Und ich hasse es, nur mit der halben Besetzung zu spielen. So, da war doch noch was da. Kommt mit, Jungs. Ich weiß allerdings nicht, wo wir hin müssen. Irgendwo da oben, glaube ich, war das, wenn ich mich nicht irre. Hier war irgendwas Blödes, Großes oder ganz viel und dann sind wir einfach da hochgesprungen. Aber jetzt anscheinend sind die nicht mehr da. Das ist ganz Ruhe, sehr schön. Laufen wir doch mal hier runter. Und ich meine, hier oben wäre der Eingang. Da vorne ist der Eingang zu den Hügeln. Moment. Warum ist der Durchgang blockiert? Das kann ich dir sagen, aber dann würde ich vorgreifen. Versiegelt. Doch da steht etwas. Scheinen alte Druidenrunen zu sein. Das Lied des Windes, das Heulen von... Oh nein, sie kommen. Schnell. Also gut. Ey alle, du gru anidola nochedo. Ein Sprechgesang. Er wird uns den Weg öffnen. Licht, beschütze uns. Haltet sie fern. Jorin, sing schneller. Ich weiß nämlich, dass das mit dem anderen schön war zu kämpfen, aber ich habe jetzt wesentlich weniger von den Skeletten. Gesundheit, mach hinne. Kam gleich so ein großer, das weiß ich noch. Deswegen will ich mir die Essenz jetzt aussparen. Du warst der Große, oder? Es hat funktioniert.
Etwas reißt die Geister aus ihrer Ruhe. Wir sollten uns beeilen. Das könnten wir unter Umständen sein. So, hier ging es dann erstmal durch die Höhle, genau. Und da habe ich mich, glaube ich, noch gefragt, warum es so lange keine Gegner gab am Anfang. Da ist noch was. Gold ist immer gut. Hm? Ich wollte gerade sagen, hallo, Kanten wurden hier ebenfalls bestellt. Und doch bereitet mir Aridas Abwesenheit größere Sorgen. Ich will doch nur das Zweihandschwert nehmen. So, haben wir wieder alle? Ja, wir hatten 4, genau. Na, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Diese Kammer. Sie ist genau, wie mein Vater sie beschrieben hat. Ihr wart noch nie hier. Ich kenne nur die Geschichten, die ihr erzählt. Arida hätte den Pfad der Toten nicht auf diese Art versperrt. Die Geister sollten frei durch die Erde wandern. Lilith? Merkwürdig. Die Tür ist mit einem irdenen Siegel verschlossen. Was hat mein Vater darüber gesagt? Schutzsteine. Das war's. Wenn ihr mir von den Grabhügeln in der Nähe einige bringt, kann ich den Weg öffnen. Machen wir. So, das heißt, wir mussten hier links rum. Ja, ich weiß, warum ich den aufbewahrt hatte. So. Kommt, Jungs. Für euch. Die waren nervig. Genau, die waren richtig nervig. Die haben einen immer weggedrängt, während man gerade irgendeine Fähigkeit gemacht hat. Denkste, ne? Mal lasse ich mich hier nicht umwerfen. So, Runenschutzstein. Jungs, wir können. Wir können. Kommt einfach mit. Das ist jetzt der zweite Count. Da gucke ich jetzt nicht mehr in alle Ecken rein, wie wir das jetzt im Original gemacht haben. Weil ich weiß, da kommt halt nicht wirklich viel. Ein bisschen Gold könnten wir uns natürlich noch holen durch die Gegner. Aber da kam jetzt nicht mehr viel in der Ecke. So, aber den Stein müssen wir einsetzen. Und dann habe ich mich gewundert. Jetzt wundere ich mich, warum er ihn nicht eingesetzt hat. Hallo? Leda Hal il Osgod. Das hat geklappt. Dann habe ich mich nämlich im Original gewundert, dass das schon aufgeht. Ist das ein Anfang? Und habe dann festgestellt, dass hier unten schon ein Stein drin war. So, haben wir hier noch was zum Einsammeln. Da haben wir noch was. Rechts war nichts mehr. Dämonische Markierungen. Lilith war hier. Auf dem Altar steht etwas geschrieben. Was denn? Bei Wurzel und Stein, bei Tränen und Leid, wir tragen die Flamme in Ewigkeit. Tote Augen aus Asche und Glut. Verflucht sind wir und unser Blut. Ah, ein Klagelied, das von Arida geschrieben wurde. Das ist eine Gedenkstätte für alle, die im Kampf gegen Astaroth gefallen sind. Die Schwachen werden untergehen. Oh, Asche. Vergessen. Wartet! Wir sind nicht eure Feinde.
Das haben die, glaube ich, nicht verstanden. Mir fehlt die nötige Essenz. Dann hol sie dir. Hat der mich gerade noch getroffen? Die Sau. Sie muss diese Helden ihrem Willen unterworfen haben. Erida würde das niemals dulden. Es sei denn... Oh, ihr ist etwas zugestoßen. Das wissen wir noch nicht. Kommt. Weiter geht's. Eine feurige Banshee, das nenne ich mal einen tollen Namen. Da ist wieder so ein blödes Ding. Genau, ich war schon längst weg, aber Hauptsache er trifft mich dann noch. Gut, da können wir nichts mehr machen, ne? So, wir laufen übrigens hier nur mit 4 rum, weil ich da was umgestellt hatte im Privaten. Also mit 4 von den Sensentypen. Das muss das Hügelgrab der Ältesten sein. So viel entweiht. Dämonennarben auf ihrem Grab und Druidenrunen, um die Toten zu erwecken. Diese Runen. Dieser zarte Hauch, das ist Eridas Werk. Warum hat sie sich mit einem Dämon zusammengetan? Ich habe schon andere unter Liliths Kontrolle geraten sehen. Erida schwor, die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Was sollen wir tun? Wir Steht doch da. Sie aufhalten. Genau. Lösungen finden sich vor uns, nicht hinter uns, wie Vater sagt. Ein kluger Mann, dein Vater. Ich wollte gerade sagen, steht doch da. Findet den Ausgang aus den Hügeln der Tränen. Wir haben aber noch kein... Doch, wir haben ein Level Up. Das ist sehr schön, weil dann kann ich endlich... erhöht Schaden und Leben eurer Skelettmagier. Ah, nee, muss ich? Kann ich das? Ja, das kann ich direkt machen. Okay. Dann sind wir jetzt hier bei 40%. Sehr schön. Das wird jetzt gleich nämlich noch wichtig werden. Eine Sense haben wir auch. Moment, da können wir mal eben gucken. Das ist nur ein Schild. Ah, schade. Wir haben sehr, sehr viel bessere Sachen. Oh, Kopf trage ich gar nicht. Wieso trage ich keinen Kopf? Ja, jetzt sieht es natürlich richtig scheiße aus. Okay, da muss ich mal gucken, dass ich das mal... ausschalte. Ich dachte, das wäre schon ausgeschaltet. So, die Tunika 18, Widerstand gegen Blitz, nur im Vergleichen. Haben wir nur Schadensreduktion. Na gut, ein bisschen Schadensreduktion. Ich würde sagen, die tauschen wir mal. Und die ist auf jeden Fall besser, das heißt, die nehmen wir mit. Ja, dann lassen wir das soweit erstmal. Jetzt sehe ich natürlich richtig doof aus, wie so eine kleine Glocke mit dem Ding auf dem Kopf. Schlimm. Aber gut, es ist halt jetzt gerade nicht ausgeschaltet auf diesen Char hier. Beziehungsweise auf diesen Account. So. Findet... Schade, ich dachte, ich könnte vorher nochmal eben zurückporten. Aber so wie es aussieht, kann ich das dann doch nicht machen. Die war relativ hier oben irgendwo, das weiß ich noch. Das heißt, da machen wir jetzt erstmal eine Markierung rein. Und das machen wir dann auch nochmal eben. Und in der Hoffnung, dass... Achso, das waren diese Fliegen. In der Hoffnung, dass wir nicht wieder vom Server getrennt werden. Weil das Problem hatten wir nämlich beim letzten Mal. Es war nicht meine Internetverbindung, die ist durchgehend da gewesen, habe ich gesehen. Ich kann das ja hier kontrollieren. Sondern ich bin einfach so rausgeflogen vom Diablo-Server. Wieso müssen wir jetzt hier hin? So.
Besiegt die Geister, okay. Das war einer der verehrten Toten aus den Grabhügeln. Zurück zu den Würmern. Mögen sie Ruhe finden. Hallo. Glaubst du, wir würden uns so leicht zu den Toten gesellen, Junge? Wie habt ihr es hierher geschafft? Durch die Hügel. Dadurch? Ganz schön mutig von euch. Und ganz schön dumm. Was ist hier passiert? Erida war mit einer gehörnten Frau hier. Nicht ihre normale Gesellschaft, das steht fest. Ah, Lilith. Sie gingen nach Norden. Der Klang von Eridas Tal Harper verhallte im Wind. Und dann begann dieser Wahnsinn. Falls ihr ihnen folgen wollt, werdet ihr bei all dem Nebel nicht weit kommen. Die auferstandenen Gebeine scheinen ihn anzuziehen. Wir haben andere in den Hügeln entdeckt, bevor sich diese aus der Erde erhob. Ich werde hier bleiben und die beiden beschützen. Der Nebel ist zu nah, um sie schutzlos zurückzulassen. Die Steine verteidigen uns, Junge. Ich erinnere mich noch, als du... Ich bleibe, Arlo. Stur wie dein Vater. Das wird dich am Leben halten. Ja, das wollen wir hoffen. Warum bleibt ihr hier? Viel sicherer, als durch diesen Nebel zu irren. Diese Hütten sind mehr als Stein. Meine Ahnen haben sie gesegnet, um Sturm und Geister abzuwehren. Klagt der böse Wind euch seine Pein, sucht Schutz in einem Haus aus Stein. Da habt ihr recht. Wo sind alle? Ich habe ihnen geraten, hier zu bleiben. Aber sie sind alle geflohen, als der Nebel kam. Sie sind bestimmt in Sicherheit. Sie kennen diese Hügel besser als jeder andere. Vielleicht. Aber Angst verwandelt selbst die Weisen in Narren. Woher kennt ihr Jorin? Ich bin ein Freund seines Vaters. Hab ihn während der Tage der Asche kennengelernt. Hab ihm sogar das Leben gerettet. Wenn ihr ihn fragt, wird er wohl behaupten, er hätte meins gerettet. Er kam schon länger nicht mehr her, aber früher war das anders. Ab und zu haben wir uns sogar auf ein Bier in seinem schicken Haus getroffen. So habe ich Jorin kennengelernt. Ja, dann machen wir uns mal auf. Die kann man übrigens einfach so wegbrennen. Moment, jetzt müssen wir aber doch woanders hingehen. Hier, wir müssen oben rum. So, das Gold möchte ich aber gerne mitnehmen. Was hat der denn jetzt da kaputt gemacht? Habe ich den Wanderer jetzt eingesammelt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, wir müssen auf jeden Fall hier in die Ecke hin. Und das ist doof, dass wir jetzt gerade hier davor schon alles verballern. Und diese blöden Viecher, also hier diese Fliegen, die machen einen anscheinend langsamer. Zumindest habe ich so das Gefühl. Ich habe kaum noch Essenz. Ja, das wäre ja klar. Immer dann, wenn es wichtig ist. So, jetzt lass mich doch mal eben kurz hier gucken, damit ich mein neues Ziel wieder reinmachen kann. Das kann doch nicht sein, dass man hier immer wieder nur kämpfen muss. So, also. Ich höre schon wieder was. Ich höre diese Mistfliegen hier wieder irgendwo. Wir laufen mit den Füchsen. Achso, wir müssen hier oben hin. So. Kommen sie schon wieder. Achso, nee, das war. Der Nebel lichtet sich. Ich sollte nach Jorin gehen.
Ja, würde ich gerne, aber ich werde hier alle paar Sekunden angegriffen. Es tut mir leid. Heulermoos haben wir mitgenommen. Lach nicht so doof. Was passiert mit Leuten, die andere auslachen? So. Hier ist... ich wollte gerade sagen, hier ist noch eine Truhe. Ist es aber nicht. Das heißt, wir laufen jetzt wieder zurück. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Oh. Ich habe keine Essenz mehr. Ja, natürlich hast du keine Essenz mehr. Was auch sonst. Es ist manchmal so nervig. So, kommt mit, Jungs. Die Straßen sind jetzt frei. Wir müssen nach Braystack gelangen. Dort ist es sicherer. Wir haben bis hierhin durchgehalten und Schlimmeres überlebt. Ihr hattet Glück. Vanillef hier ist, seid ihr noch immer in großer Gefahr. Braystack. Dort wimmelt es von diesen Dummschwätzern der Kathedrale. Bitte, Arlo. Nur vorübergehend. Vielleicht sollten wir mitgehen, Paps. Nun, ein Bier wäre nicht schlecht. Ich werde mich um Arida und Lilith kümmern. Bringt sie sicher nach Braystack. Das werde ich. Danke. Wofür? So, Quest abgeschlossen. Wir haben aber eine neue im Endeffekt, weil wir müssen da oben hin. Und das war das, was ich, im Endeffekt schon vorziehen wollte, als ich da die Markierung nach oben gemacht habe. Ich hatte vergessen, dass da noch ein Zwischenziel im Endeffekt war. Och, die gehen mir so auf den Sack. So. Oh, da ist noch Gold. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Da müssen wir hoch. Die erheben sich aus den Gräbern. Ja, ich sehe es. Danke. So, da als kleinen Tipp habe ich dann festgestellt, müsst ihr immer die Ätz drumherum töten, die verbunden sind. Wenn die nicht euch vorher töten, heißt das. Weil, wenn der nämlich grau ist, ist der nicht angreifbar. Ich habe keine Essenz mehr. So. Jetzt kann man auch wieder was verstehen hier. Habt ihr dieselben Zeichen wie ich gesehen, Fremde? Arida! Die Hölle kommt und mein Volk ist nicht bereit, sich ihr zu stellen. Noch nicht. Aber ihr seid bereits stark. Tretet vor. Ja, in der Hoffnung, dass wir diesmal nicht rausfliegen. Gehen wir mal hier hoch. Nur einer von uns wird diesen Ort lebend verlassen. Also lasst uns für einen Moment den Sturm genießen. Ah, die Musik der Natur. Die Toten bringen in diesem Moment euer Volk um. Einige werden sterben, ja. Aber das ist der Weg der Natur. Sie ist ein Schmelztiegel.
Sie verschlingt die Schwachen und macht die Starken stärker. Und die Überlebenden werden dieses Land vor der Hölle retten. Die Lügen der Dämonen blenden euch. Nein, nein, das ist meine Entscheidung. Lilith hat mir nur die Macht gewährt, zu tun, was getan werden muss. Und was habt ihr ihr gegeben? In der Wildnis muss man sich alles verdienen, selbst Wissen. Zeigt, dass ihr würdig seid und ihr erhaltet eure Antworten. Ja, dann machen wir das jetzt nochmal. Natürlich ist sie direkt... Warum macht sie das zweimal, wenn ich nur einmal drauf gehe? Also die ist zwischendurch immer mal wieder nicht angreifbar. Da musste man, glaube ich, die Ätz töten, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe keine Essenz mehr. Aua. Ja, das meinte ich. Da muss man nämlich dann die Ätz töten. Und für dieses Vorgeplänkel haben wir im Endeffekt das schon vorher dann gehabt. Damit man das hier beim Boss weiß. Jetzt wieder hin. Ja, ja. Was sind das für Idioten? Warum greifen meine Skelettkrieger sie jetzt an, wenn die genau sehen, dass ich die anderen hier angreifen will? Ich habe kaum noch Essenz. Okay, also das macht richtig, richtig Schaden. Dieser Explosionsangriff. Das ist immer noch nicht gut. Mehr Zeit. Ich glaube, Takt. Moment, da konnte ich mich noch mal kurz heilen, oder? Ja.
die Stärkere siegt. So soll es sein. Was habt ihr Lilith gegeben? Ich habe ihr von den Schutzmechanismen um Astaroths Gefängnis erzählt. Wie man sie überwindet. Warum? Mein Volk hat vergessen, was nötig war, um Astaroth zu besiegen. Sie müssen es wieder lernen. Wenn sie ihn nicht besiegen können, wie sollen sie sich dann der ganzen Macht der Hölle stellen? Ja, und damit haben wir das Ganze dann abgeschlossen. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir können. Und ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich dann endlich mal wieder hier aus dem Account rausgehen kann. Weil, ja, wie gesagt, das ist mein privater Account und der ist auch 3 Level drunter, also unter meinem Let's Play Account. Und ich habe gerade gemerkt, dass es einige Schwierigkeiten macht, wenn man die anderen Skelettkrieger nicht dabei hat. Dementsprechend hoffe ich, dass die Aufnahme aufgenommen hat und dass wir in der nächsten Folge, ja, nicht mehr über OBS, weil den werde ich jetzt erstmal nicht mehr anfassen, dass wir dann wieder mit dem normalen Let's Play-Char weitermachen können und da dann auch wieder unsere gewohnte Stärke haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in der Stadt. Das kann ich nochmal kurz zeigen, nämlich hier unten in Braystake sehen wir uns dann wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.